Der geht fahren und stiften, hält am Mutter bis Baldramsdorf davon. Dort findet sie ihn von Vita, mitten in einer Menschenmenge steht der kleine Sohn. Jodelt für den Lett, jodelt wie ein großer Mond und vielleicht auch vor einer Hättung, ob er immer noch kommt. Mehr Horn vorm Kopf, wie andere Kinder Buntstifte. Er zeichnet irgendein Vogelskelett mit alten Knochen detailliert beschriftet. Statt Turnen durch der Leber Sweet and Smoky on, warum das? Und die Schuhtaschen hat er bei der Greier um eine, vielleicht von denen noch irgendwas damit an. Und ist so immer ein, man glaubt kaum, Arbeitsbier. Fängt bei zig Firmen an und steht dann bald wieder vor der Tür. Kündigt ist jetzt auch dreimal beim Katronik, geht dann irgendwann als Kronheld nach Wien, angeblich um irgendein englischsprachiges Kino umzuprogrammieren. Doch beim Würstelstadl, da verliert und dann fährt er mit dem Drahtesel von Wien zurück nach Gendorf und das Ganze im Radlerquantel. Also bitte Applaus vor der Stelle. Das war laut Mama noch nie so richtig seine Stärke. Komm, hat der Mama zur Katronikbude nachher diesen Trafowicklerwerke nach Spital und Wien und sogar in Obereich wurde er gesichtet. Doch mal jetzt gehen wir nach Rosenheim. Schlussendlich hat er sich bei Verschneider eingerichtet. Im Gepäck selbstständiger Begleiter. Das ist die Vogelspinne Waldlaut von Heiter. Apropos Heiter. Auf Pussy Bayer, heiter weiter, bis morgen in der Früh. Und ab und du auch nichts mehr sagst, brauchst du keine Sorgen. Ich kenne nur einige, die kriegen heute sicher nicht zu. Ich kann dazu. Ich hoffe, du bist ein Polizist und das seitdessen. Einer, der bei Gerhard keine Salami-Pizza mehr isst. Das ist nicht gut ausgekommen. Aber ich hoffe, du kommst nach oben, euch zwei, auf eine gute Schale Kaffee vorbei und vielleicht baust du irgendwo in der Auen, irgendwo wird in der Auen ein Labor gebaut und dort fertigst du dann deine perfekte Braut. Thank you.
ist meine Tafel, was da ausgeben, versteht? Verstanden? Ich weiß nicht, jetzt schlafen wir da schon in mir, aber. Was weiß ich? Weiß ich von dir, ob du mich erfrisst mehr. Ja, was ist die Geschichte? Aber Schinoxen hat sich auskristallisiert. Gestern ist Gott sei Dank noch der Gerhard vorbeigekommen. Da gesagt, er wird mir helfen, texten. Okay, drei Flaschen Bier ist er wieder heimgefahren. Heute fällt mir die Kleine zu. Aber im Endeffekt ist es okay. Wie lange jetzt spielen wir eine Nummer?